Der gute C4320, und mit dem düsen wir jetzt auch einmal hier runter. Einmal Abhang runter. Schaden, 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 Schaden. Wieder zurück auf der Straße, jetzt ist immerhin hell. Müssen wir uns was anderes ausdenken. Lassen wir eben rein. Ich wäre gerne da ein bisschen weiter links rüber gefahren. Müssen aber jetzt, dann fahren wir hier jetzt halt. Da ist der Punkt, um die Verdeckung aufzuheben. Wir haben ihn gesehen, wir haben ihn gesehen. Mit den anderen Fahrzeugen suchen wir ewig danach rum und hier jetzt finden wir den sofort. Wir haben ihn schon mal in Sicht. Gut, wir haben jetzt auch mit der Zeit nochmal einen besseren Überblick über die Karte bekommen. Und da ist er ganz einfach zu erreichen, hier von der Straße. Mit dem D537 haben wir uns da irgendwo durchs Gelände geschlagen und festgefahren. Und hier mit dem C6522 kommen wir ganz locker dahin. Und da sind wir. Verdeckung entfernt. Explore Hill, erkunde Hügel. Die Errungenschaft freigeschaltet. Da gibt es noch den Aufklärungsjeep. Können wir irgendwann auch noch freischalten. Ist uns erstmal nicht so wichtig. Und da sind wir wieder. Oh, scheiße. Wisst ihr hier? Also hier hätten wir schon mal nicht weiterfahren sollen. Da wären wir nicht hingekommen. Sind wir hier auf die Straßen, sind hier entlang. Hier sind wir wieder runter. Und da hängen wir jetzt mit dem fest. Oh, hier geht's aber echt ganz schön runter, mein lieber Mann. Die Frage ist jetzt, ich würde sagen, wir probieren jetzt mit dem hier, den irgendwie zu retten. Geil, jetzt haben wir alles aufgedeckt. Sehen also nun die ganze Karte im Überblick. Gut, dass wir da eben wieder einfach so auf die Straße rausgefahren sind und nicht uns den Weg irgendwie jetzt durch die Bäume weiter probiert haben zu bahnen, weil so sind wir jetzt viel einfacher da rausgekommen. Hier zur Verdeckung gekommen. Und da hätten wir einfach auch nur mit dem D57537 hier rausfahren müssen. Ja, ja. So einfach geht's manchmal. So, da zieht er wieder. 1 plus kommt er ja ordentlich voran. Jetzt probieren wir mit dem irgendwie den C4320 aufzuziehen. Zwei Fahrzeuge haben wir noch, die wir freischalten werden. Wobei wir den Aufklärungsjeep hier auf der Map wahrscheinlich nicht verwenden werden. Und der schwere Lieferwagen, der steht noch zum Freischalten bereit. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir den C4320 aufrichten und dann müssen wir mal überlegen, wie wir das machen, wie wir den D537 von dem Baumstamm befreien, weil das wird nicht ganz so einfach werden, glaube ich. Ich hoffe mal, wir kriegen mit dem hier auch den C4320 wieder hoch. Aber den 8x8 Lieferwagen, den 8x8 Bergungswagen, das 8x8 Bergungsfahrzeug hinten rechts, ne? Ja. Ja, warte mal, nee. Doch, wir fahren hier rechts. Das 8x8 Bergungsfahrzeug, also den D537, wie wir den wieder freikriegen, das weiß ich jetzt noch nicht. Die Werkstatt müssen wir auch noch freischalten. Da können wir probieren, mit dem hier den Werkstattauflieger können wir ankuppeln. Können wir eigentlich als nächstes machen, würde ich sagen. Hängen wir hier den Werkstattauflieger dran, probieren mal die Serpentinen damit runterzufahren. Und wenn wir damit nicht irgendwie weiterkommen, können wir Anhänger immer noch abhängen und dann wieder. Ja, dann mal gucken, wie wir es dann anders machen. Müssen wir halt so zweimal mit Werkstattaufbau fahren. So, da liegt da der Gute. Ich glaube, wir drehen lieber den hier gerade mal. So, man kann ja auch noch das Fahrzeug steuern, was man an der Winde hat. Aber ich weiß nicht, es bringt uns jetzt hier gerade in dem Fall eher wenig. Wir können ja auch mit dem... Naja, mit dem anderen können wir auch nicht wirklich fahren. Scheiße, machen wir den Boden hier aber gerade kaputt. Ich hoffe mal, dass wir den hier jetzt nicht festfahren. Wir können ja immer noch gerade den Abhang runter. Ach komm, wir probieren ihn jetzt erstmal irgendwie hier zu ziehen. Wir sind eh noch viel zu weit weg. Ja, ja, da kommen wir langsam vorwärts. Da wären wir sonst von da oben gekommen. Wir müssen noch ein Stück näher, Jetzt können wir ihn da erreichen. Da steht er wieder!
Das gibt's ja nicht. Dass das jetzt so schnell geht, Leute, hätte ich nie erwartet. Da steht er schon wieder, das ist ja geil. Ich dachte, jetzt müssen wir so hinher rangieren, bla bla blu blu. Hinher, rechts, links, vorwärts und dann Winde ziehen und bla bla, weil es so schnell geht. Hey, das hätte ich gar nicht gedacht, wie geil. Da steht ja schon wieder der C4320. Jo. Und da haben wir ihn. Wunderbar. Das freut uns. Oh, der ist aber hier ordentlich eingematscht. Frage ist, was wir jetzt erstmal mit dem hier machen. Lassen wir den erstmal hier so stehen. Oder wir müssen erstmal wegfahren hier voll. Bestens, wenn wir den Abhang, glaube ich, runterfahren. Ich glaube, wir fahren den Abhang runter. Ja, wir fahren den Abhang runter. Okay. Wir fahren eine 1 plus. Nummer 1. Sausen wir mal den Abhang hier runter. Und da fahren wir hier runter. Schön den Weg finden. Rums. Und die nicht so schnell runter, nicht so schnell. So, da gibt es ordentlich Schaden. Und da ist die Hütte, die wir gesehen haben. So, da sind wir unten. Ich glaube, es ist besser, als wenn wir jetzt irgendwie da probiert hätten, zurückzufahren. Weil damals sind wir ja mit dem hier da umgekippt. Wobei, den hatten wir uns am Baum gezogen und dann sind wir umgekippt oder so. So, er steht wieder, aber ordentlich eingematscht. Ist er. Der gute C4320 und mit dem düsen wir jetzt auch einmal hier runter. Einmal Abhang runter. Dann würde ich sagen, schalten wir erstmal die Werkstatt frei und probieren dann irgendwie den anderen Kollegen den 537 freizuschalten. So, das ging ja jetzt echt richtig einfach, den hier wieder zu befreien. So, wir wollten jetzt, jetzt erstmal mit dem C6522 zu der anderen Werkstatt fahren, dort den Auflieger holen und dann den zu der Werkstatt bringen, genau. Dazu müssen wir am besten irgendwie an der Hütte vorbei. Frage ist nur, wo. Ich würde sagen, da kommen wir am Baum durch. So, Engine Start. Genau, dann können wir schön mit dem in den Werkstattauflieger hoffentlich bis zu der Werkstatt nach da unten transportieren. Da wird halt transportieren. Das einzige Komplizierte wird halt dann mehr. Also, obwohl es auf der Straße ist, sind es halt dann die starken. Oh. Nein! Wieso bin ich nur hier runtergefahren? Kommen wir mit dem anderes Fahrzeug befreit, kippen wir mit dem um. Jetzt müssen wir dem nochmal irgendwie holen, wir hätten da rechts gleich rumfahren sollen. Ich weiß halt noch nicht, ob das da geht. Aber wir hätten vielleicht in die andere Richtung. Aber wir hätten jetzt erstmal, wollen wir erstmal den freischalten. Nee, komm, wir ziehen jetzt erstmal auf und dann schalten wir den den C255 frei und dann probieren wir das mit der Werkstatt. Also kommen wir da nicht so richtig lang. So, jetzt aber irgendwie hier vorbei. Genau, da geht's knapp dran vorbei. Ich hoffe mal, wir kommen hier vorbei, ohne irgendwie hängen zu bleiben an den Bäumen. Ja, das geht schon irgendwie mit vorwärts, rückwärts rangieren. Eigentlich auch ohne sich hier irgendwie aufzuhängen. Ein Rückwärtsgang ist natürlich nichts, wenn man da vorwärts fahren will. Handbremse sollte auch gelöst sein und dann kommt man da auch rum. Vielleicht eher so. Und jetzt irgendwie so zurücksetzen, dass es dann geht. Ja. Boah. Wir waren es nicht. Der Boden war schon so durchgewühlt, ne? Ja, ja, war schon so. Alter, haben wir den hier gerade umgewühlt. Richtig umgegraben haben wir den. Braucht man nicht unbedingt einen Flug dafür.
Naja, da unten liegt da der Rückwärtsgang mal rein. Und da steht er schon wieder. Jetzt, wie kann ich jetzt... Ja gut, es lohnt sich jetzt nicht, das andere Fahrzeug da zu steuern. Wir können es trotzdem mal vielleicht irgendwann mal... Vielleicht gibt es eine Situation, wo sich das nochmal lohnt, das andere Fahrzeug zu steuern. Das, was an der Winde hängt. So, kommt, nee, wir fahren jetzt mit dem erstmal weiter und schalten uns erstmal die Werkstatt hier frei. Nein, hier kommen wir nicht hoch. Nein, 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 nein. Komm, hier müssen wir noch irgendwie hochkommen. Das gibt's doch nicht. Oh, komm schon raus, komm raus, komm raus. Ziehen, 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 ziehen. Ich weiß nicht, mit dem schaffen wir das nicht, den rauszuziehen, oder? Na komm, wir probieren es einfach mal. Wir müssen ihn nur irgendwie so hinkriegen, dass wir den drehen können und dann... Aber wobei, der ist so kaputt schon. Halt, falsche Richtung, ich will nicht Rückwärtsgang drin haben. Ne, da ziehen wir uns nur selber ins Wasser. Ist jetzt eigentlich total kaputt. Ja, 600. Den hier hätten wir noch. Was hatten der noch an? Anbauteil kann noch reparieren. Das heißt, der könnte, wir könnten den anderen nochmal voll reparieren. Aber vorher müssen wir den aus dem Wasser rauskriegen. Aber mit dem sollten wir eigentlich darüber kommen. Der ist ja ein bisschen größer. Dachte ich, dass wir mit dem hier hochkommen. Müssen wir es mal anders probieren. Und zwar fahren wir hier im Wasser entlang. Boah, wenn jetzt der hier auch wieder absauft. Und dann sind die Fahrzeuge alle verloren. Ach du Scheiße. Ja, wasserbeschädigt Fahrzeug, das wollen wir nicht. Scheiße, fahr raus. Scheiße. Aus, 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 aus. Ach du Scheiße, jetzt haben wir den hier auch noch reingefahren. Nein. Kacke. Scheiße, der uns, ist uns gleich kaputt. Hinüber. Scheiße. Scheiße. Doch, wir haben noch eine Möglichkeit. Eine Möglichkeit. Das Fahrzeug.
Ach, du großer Gott. Ah, kaum hat uns das Fahrzeug wieder befreit, sind beide wieder festgefahren. Kommen wir auch irgendwie hier rechts an der Hütte vorbei, weil da links fahre ich ungern mit dem hier entlang. Können wir uns hier ziehen, kriegen auch die Bäume platt. Nee, oder? Nee. Leute, wir haben gerade nur noch ein Fahrzeug. Und zwar den hier. Eieiei. Wir müssen unbedingt den C255 freischalten und der ist hoffentlich fahrbereit. Und hier haben wir keine. Nein. Das gibt's nicht. Ah, wieso habe ich die auch nur da wieder so festgefahren? Verdammt.